بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Ich habe gehört, du bist frisch dazugekommen. Alhamdulillah, ja. Also du hast konvertiert? Ich bin konvertiert. Wann, wo? Vor ungefähr einem Monat am Telefon bei Bilal. Bei Bilal? Bei deinem Bruder Bilal, der ist gerade noch am Beten, der kommt jetzt gleich wieder. Ja, wie kommt es, dass du dich mit dem Islam auseinandergesetzt hast? Du siehst ja noch ziemlich jung aus. Ja, ich bin auch noch ziemlich jung, 15 Jahre alt. 15 Jahre alt, wie bist du denn auf das Thema Islam gekommen? Durch die Medien. Echt? Und ich war Ikhwan, also... Oh, du redest schon ein bisschen Arabisch, mashallah. Ein bisschen lerne ich schon. Ich habe halt dauernd gesehen, dass der Islam so negativ dargestellt wird. Berechtigt oder unberechtigt? Was sagst du ganz ehrlich? Unberechtigt. Das ist alles eine riesengroße Hetze. Aber du hast doch Muslime bestimmt auch in deiner Schule gehabt, oder? Oder immer noch, oder im Unterricht? Verhalten die sich immer korrekt? Teilweise. Du wolltest den Islam jetzt annehmen, ja? Ja. Allahu Akbar, mashallah. Super. Subhanallah, wie bist du dazu gekommen zum Islam? Ich habe zwei sehr gute Kollegen, die haben sich auch konvertiert zum Islam. Ja. Und immer mit dem Gerede mit ihnen hat es mich überzeugt. Du kommst aus der Schweiz, ja? Ja. Mashallah, super. Wie alt bist du denn? 16. 16, Allahu Akbar, super. Ja, perfekt, dann hast du ja schon Leute, die dir auch helfen können. Weiß nicht, so unglücklich, innerseelisch, so innerlich unglücklich. Mir hat nichts Spaß gemacht. Ich habe gelacht, aber das Lachen kam nicht von Herzen, so von innen. Und ich, wie soll ich sagen, jetzt so, dank einer guten, habe ich eine Seite bekommen, die wahre Religion.de. Und wie soll ich sagen, ich habe mich auch früher, wo ich 15, 16 Jahre alt war, habe ich mich gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Wofür lebe ich? Ich habe keine Antwort drauf bekommen. Und jetzt, dank Allah, habe ich die Antwort drauf bekommen. Und ich danke Allah von Herzen. Und Alhamdulillah, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Ich habe Abu Hamza angerufen, weil meine Schwester heiraten wollte. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich wollte Muslim werden, weil ich davon überzeugt bin, dass der Islam die einzig wahre Religion ist. Grüß dich, Jason. Ja. Jason, ich habe mich gefreut, gerade haben wir mit einem 14-Jährigen gesprochen, der den Islam, Alhamdulillah, angenommen hat. Und du bist auch nicht viel älter, 16 Jahre. Das ist eigentlich die Blüte der Jugend, wo man eigentlich alles im Leben machen kann, was einem gefällt. Aber du hast dich tatsächlich für ein anderes Leben entschieden. Also ich habe einfach viele muslimische Freunde und ich will einfach nicht wie alle anderen so jedes Wochenende mich besaufen und alles. Ja, und es ist sowieso das Christentum im Gesamten unlogisch, weil man betet eigentlich zwei Götter dort an, obwohl man sagt, man darf nur einen anbeten. Ja, hallo, alles klar? Ja, bei Ihnen? Alles bestens, danke. Du wolltest den Islam annehmen, Alhamdulillah, ja? Genau. Jetzt bist du Muslimin, Alhamdulillah. Ich fühle mich gerade ein bisschen befreit. Das ist gerade so unglaublich. Also ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, aber es war halt so, dass ich, also ich habe halt immer nur so mitgemacht, aber so ich... Also das war auch für eine Zeit lang so, dass ich so mit 15 dann halt aufgehört habe, daran zu glauben, weil für mich war das einfach, also es hat keinen Sinn gemacht, dass zum Beispiel Jesus Gott ist oder der Gottessohn ist. Es war für mich einfach so verwirrend. Ich habe halt immer nur an den einen Gott geglaubt. Ja, ja, so geht das, subhanallah, so geht das viel. Wie alt bist du denn jetzt? Liebe Geschwister in Islam, wir haben hier unseren jungen Bruder Dominik. Seine Mutter ist vor einem Jahr bei uns in der Moschee zum Islam gekommen. Und sie hat schon die ganze Zeit Dua gemacht, dass sie einen Helfer bekommt, dass in der Familie noch jemand zum Islam kommt. Und Alhamdulillah, der Sohn Dominik
der in die 8. Klasse der Realschule geht, hat sich über Islam sehr viel geforscht und hat sogar Glaubensbekenntnis fast auswendig gelernt und möchte jetzt vor euch am Freitagsgebet hier sein Islam ankündigen. Bist du bereit? Ja. Hast du verstanden, was bedeutet, Islam zu werden? Ja. Das heißt, dass du Allah Azza wa Jalla einzig allein anbetest, ohne Beigesellung, dass Allah der Verwalter, der Schöpfer, der Herr der Welten ist und dass wir ihm ergeben, vollständig ergeben und ihm nichts beigesellen und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Gottes ist. Vor ihm kamen auch Gesandten und die haben alle dieselbe Mission gehabt, dass sie zum Allah gerufen haben und dass wir unseren Leben bis zum Tod so verorganisieren, dass es nach dem Art und Weise des Gesandten ist. Bist du damit einverstanden? Ja. Hat dich deine Mutter gezwungen, Muslim zu werden? Nein. Hallo? Ja, hallo. Du wolltest den Islam annehmen. Walaikum salam, mashallah, du kennst dich ja schon gut aus. Du wolltest den Islam jetzt annehmen, ja? Super, jetzt bist du Muslimin geworden. Wie kam es bei dir dazu, Alhamdulillah? Wie alt bist du jetzt? Ich werde im Mai 18. Mashallah, super. Perfekt. Wie fühlst du dich? Sehr gut. Alhamdulillah. Du hast ein bisschen gezögert, kann das sein? Ja, ich hatte erst Angst vor der Reaktion von meinem Vater. Okay. Ich traut erst, mit dem darüber zu reden. Man hat das etwas gedauert, bis er davon überzeugt war, aber jetzt akzeptiert er das auch. Alhamdulillah, super. Das ist toll. Was hatte der denn für Bedenken? Also er hat dann Angst, dass ich dann irgendwie nach Syrien gehe und da. Mm. Halt von den Geschichten aus dem Internet und so. Ja, klar, ist verständlich, ja. Und wie konntest du ihn überzeugen? Ich habe ihm auch erklärt, dass ich das nicht für jemand anderen mache und noch versprochen, dass ich jetzt nicht nach Syrien oder sowas fliege, um da falsche Sachen zu machen. Ja. Sehr gut. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 17. Alhamdulillah, also noch sehr, sehr jung. Wie bist du zum Islam gekommen, wenn ich fragen darf? Also schon länger, seit 2 Jahren bin ich daran interessiert. So, jetzt die ganze Geschichte erzähle, war es so, dass ich vor 7 Jahren nach Wien gezogen bin. Ich habe davor in einem Dorf gewohnt, wo es eigentlich so, also es gab halt nur Christen dort und durch ihn habe ich halt den Islam kennengelernt. Anderen Freund kennengelernt und er ist dann konvertiert. Alhamdulillah, er ist konvertiert. Und das hat mir wirklich einen sehr großen, sozusagen, so ein, das zu nachdenken gegeben. So. Also ich glaube, jeder, wenn man konvertiert, ich glaube, jeder denkt dann sehr viel nach darüber. Ja. Ich habe dann wirklich begonnen, ich habe mir von Freunden den Koran in der deutschen Übersetzung halt ausgeborgt, ich habe gelesen, ich habe im Internet viel geschaut, ich habe sehr viele Freunde gefragt, ich habe mir Sachen erzählen lassen. Ich habe dann sogar schon begonnen zu fasten, obwohl ich noch nicht kommentiert habe. Ich wollte Allah wissen, dass es nicht war. Habe ich mit dem Schluss gefasst, dass ich kommentieren möchte. Allah. Und ja, eigentlich ist ab dem Moment ging mein Leben eigentlich, es wurde besser. Ja, hallo. Ja, super. Ich sollte dich anrufen. Ich habe dir ja gestern noch ein Video geschickt mit diesem Dialog mit Pater Sloth und war Jesus Muslim oder Christ? Alhamdulillah. Ich habe nur das erste angeschaut. Das zweite kam gar nicht dazu. Also, aber das erste hat auch schon... Aber Alhamdulillah, das scheint ja schon gut gereicht zu haben, Mashallah. Du wolltest Islam annehmen, ja? Genau, ja. Perfekt. Allahu Akbar, super. Mashallah, hör mal. Perfekt. Wie alt bist du eigentlich, wenn ich fragen darf? 16? Achso, so jung noch. Mashallah, super. Cool. Das freut mich.